Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS17, meine Fresse. Ist es soweit? LS17, Youngtimer, Hermanns Eck, Roadcheck, mit den Galeroth, mit den Werner von Wernersen, Burningevers. Hallo, hallo. 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 Oh, ich hätte fast über das Gesäte hier nochmal drüber gekrobbert, ne? Oh no. Auch das hätte ich bemerkt und behoben, ist ja kein Problem. Doppelt gemobbelt. Hält besser. Wechselst du dann auch doppelt so viel an der Stelle? Müssen wir mal einen Test machen. Das wäre richtig gut. Diese famosen Tests, die ich früher mal immer gemacht habe, ne? Zwei Mähdrescher gegeneinander fahren und so. Das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Hast du auch mal getestet, ob vielleicht den Glasdrescher den Zug schon halten kann? Gegen einen Zug halten können? Zum Beispiel. Nein, ich musste erst ein Video machen, ob eine Feuerwehrsimulation demnächst im S19 möglich ist. Das war jetzt erst wichtig. Okay. Hast du das im Schlachtplan oder ist es immer random? Ich habe es geschafft, es ist noch encodiert noch. Na gut. Ich glaube, das wird mit einer der ersten Videos sein, die kommen werden, wenn die 19er Preview-Version rauskommt. Ja. Weißt du, was klug wäre? Das Ganze selber zu machen und ins Lächerliche zu ziehen. Bringen Sie mich wieder auf Ideen und auf Klicks. Bleibst du schnell auf? Ich muss mich mal nicht aufschreiben. Wenn es der Standard hat, ne? 30% für mich? Ja, also so. Das haben wir doch schon bei Kornhub. 30% Standard-Share. Sollen wir mal kurz mitschreiben? Okay. Du hast den Vertrag draufgesetzt gerade, wohl. Also bitte. Du hast immer noch keinen Termin gefunden, dass wir mal darüber reden, also bitte. Das ist auch richtig. So. Also heute haben wir es wieder. Ja. Muss ich noch hochrubbern? Ja, auf den anderen Feldern. Achso, okay. Och, ja. Was heißt hier ja? Ja. Was ist los? Was ist das? Da kam der 90s direkt hier. Das der sind 90s die 90er, oder? Nein, die ist. Hathaway lässt grüßen, so. Oh, Konzert ist vorbei. Was für ein Konzert? Das ist ein Konzert aktuell in meiner Nachbarstadt. Ah, hier riecht's nach Fisch übrigens, habe ich gehört. Ah, Hamburg! Nach ganz schönes linkem Ding. Fisch, habe ich gehört. Aber das ist... Das machen, glaubt ihr immer, noch, ja das die, das, glaubt ihr immer noch das Thema brandheißens? Ja, jetzt das ist immer noch. Ja, immer noch. Ja. Ehrlich? Ja. Das ist nicht vorbei so schnell. Das ist jetzt wirklich ein Ding, wo wir auch ganz gewaltig hier aufpassen müssen. Glaubst du, dass das irgendwie eskalieren würde? Ja, also das Problem großflächiger? Ja, das Problem ist halt, es ist der Dunning-Kruger-Effekt, der sich da sehr massiv jetzt übers Internet ausbreitet. Ne? Dass Beteiligte und Unbeteiligte alles besser wissen und hinter allem eine Verschwörung sehen, vor allen Dingen von der links-grün versifften Lügenpresse und falschen Fakten und Filterblasen und so weiter. Und ich habe echt die Befürchtung, dass das nicht weggeht. Und ich habe da wirklich Angst, wenn ich ja sage, oh mein Vaterland. Aber ich habe da echt Angst vor. Ich meine, ihr kennt das Buch oder den Film Die Welle, ne? Ja, kenne ich. So, das mag ja da wirklich etwas überzeichnet sein mit erzählerischer Freiheit. Aber so funktioniert das nun mal. Und hinter den, also zumindest hier bei uns, hinter den Bewegungen, die da unterwegs sind, ja, da steckt ja ein ausgebufftes Kalkül. Das ist ja nicht so, dass sich da jetzt Leute irgendwie im Hintergrund da Leute versammelt haben, die, sagen wir mal, einfach nur sagten, wir machen jetzt hier ein bisschen Politik oder Partei oder sonst irgendwas, sondern alles, was da läuft, das ist von langer Hand alles durchgeplant, inklusive, dass solche Dinge jetzt passieren, dass die aufeinanderprallen und so weiter. Und du siehst ja, im Moment laufen 16-17% dieser Meinung hinterher. Und das sind 16-17%. Und ich weiß nicht, bei euch in Österreich war es ja so, ihr hattet das ja schon mal an der Macht. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie viel schlimmer das bei uns jetzt ist. Also im Sinne von Eskalationsstufen. Ich weiß ja nicht, also... Also ich glaube, vom Eskalationsstatus her seid ihr eher im Genuss gekommen als wir. Ja, weiß ich nicht, die FPÖ, wie heißt die bei euch, ne? Ja, genau. So. Ob das eine reservierte Rechte ist oder eine rechts außen. Und da hatte ich eher den Eindruck, das waren noch so eher so rechtskonservative, ja? Ja. Und hier hast du echt wirklich ganz rechts außen drin. Ja. Und das macht mir Sorgen, weil es gibt ja so viele Leute, die das nicht merken, wissen wollen oder denken, das ist richtig. Das ist wahrscheinlich das Letzte, wahrscheinlich das Schlimmste. Und ich finde es halt einfach tatsächlich auch wirklich tragisch, dass man einfach sagt, es ist rechts und fertig. Genau, rechts ist nicht gleich rechts, das stimmt. Nee, das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so der Fall. Richtig. Man kann auch, wie du sagst, rechts konservativ sein. Ja.
oder zumindest einigermaßen so denken, aber gegen den ganz rechts Außenflügel, da kannst du nichts gegen machen. Also nichts gegen machen im Sinne von, das kannst du mit dem, was die anderen machen, nicht vergleichen. Finde ich. Ich meine, das größte Problem, was wir aktuell in Deutschland haben, ist, dass unsere, wie nennt man das so schön, unsere Diskussionskultur im Arsch ist. Weil es wird alles nur pauschalisiert, sei es jetzt von der einen Seite oder von der anderen Seite. Aber wenn ich mal, wie gesagt, wir hatten das am, na gut, ich hatte es jetzt öfters mal in Kommentaren drin stehen, aber wir hatten immer im Livestream so eine, was sagst du zu Dings, was sagst du zu Chemnitz, ja, bla bla bla. Ja. Na, da kommt immer sofort, wo kommst du? Kommst du aus Sachsen? Ah, ein scheiß Nazi-Schwein. Und bla, ja, das bla, bla. Geht, das geht nur. Ja, da muss ich aber jetzt sofort was zu sagen. Das habe ich nämlich auch in den Kommentaren unter unserer Folge dazu. Wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen. Und in einer Eurotaximator-Folge mal wieder. Hahaha, wieder Self-Plug hier. Wie kann man sich nur so feiern, ey? Ja. Geil, ne? Das ist, wenn man bester YouTuber ist. Und erster und größter und exklusiv. Aber jetzt merkst du selbst, ne? Ja, jedenfalls, ich glaube, niemand von uns dreien hier wollte mit dem, was wir letzte Woche gesagt haben, zum Ausdruck bringen, dass alle Leute in Chemnitz rechts außen marschieren. Uns ist durchaus bewusst, dass die da mit Bussen hingekarrt werden, dass da Hools, also organisierte Hools hinkommen, dass natürlich auch die linken Spinner da hinkommen, die genauso bekloppt sind teilweise, ja. Aber was ich jetzt mal gemacht habe, ist das, was ich Leuten immer vorwerfe, habe ich jetzt mal explizit gemacht. Ich habe mir diese ganzen so halbwegs bekannten rechten bis rechts außen YouTube-Kanäle angeguckt und mir mal genau angeguckt, mit welchen Methoden die eigentlich arbeiten. Und ich muss sagen, mir wird da wirklich schlecht, weil ich überlege mir, ein nicht in Medien, also wir sind in Medien geschult, ich habe das in der Schule gelernt, wir haben in Deutsch gelernt, Nachrichten zu analysieren, Zeitungen zu analysieren und so weiter. Wir haben das vielleicht gelernt. Ich glaube nicht, dass ein unbedarfter Zuschauer merkt, wie mit Wort, Formulierung etc. da gearbeitet wird. Sondern das einfach unterbewusst aufnimmt und dann irgendwann durch Wiederholung, ne, durch bestimmte Wortwahl, ja, das dann verinnerlicht. Und das ist ja Absicht. Da steckt eine Agenda dahinter. Ne? Also wenn da Berichterstattungen sind und dann ganz bewusst nur eine Seite dargestellt wird, ganz kurz die Gegenseite, und immer die Formulierung verwendet wird, ja, oder wie ganz natürlich von der Lügenpresse gesprochen wird, ganz natürlich davon, dass bewusst manipuliert wird, ganz natürlich davon gesprochen wird, dann verinnerlicht man das. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Und das finde ich halt gefährlich. Also es war, glaube ich, jetzt, was habe ich gesehen? Hier ist es kompakt, ne? Das ist ja so ein Rechtsaußending und hier sind Jespen. Gibt es auch viele Leute, die glauben, dass der das ernst meint, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Geschäftsmann. So eine Leute. Und das sind halt. Und die haben ja auch Abonnenten ohne Ende. Und ich frage mich, ne? So. Das macht mir schon Sorgen, ja. Kennst du Folge Whispers? Ja. Aber guck mal, selbst bei dem wird ein unbedarfter Zuschauer. Ich sag mal, so eine Glatze mit dem IQ unter 80, ja? Der wird einige seiner Formulierungen aus dem Zusammenhang wahrscheinlich völlig falsch verstehen. Ich meine, der Mann provoziert ja absichtlich. Ja? Und der überschreitet ja Grenzen im Rahmen seiner, ja, was sind das? Satire, ne? Würde ich sagen. Oder Kabarett, ja? Kabarett. Ja, genau. Ja. Und was glaubt, also Frage an euch, was glaubt ihr, wie viele Leute das nicht verstehen und für bare Münze nehmen, wenn der erzählt, was weiß ich, diese ganzen Weltverschwörungssachen, die er schon mal aufmacht, aus Spaß. Wie viele Leute rezipieren das und glauben, dass er das so meint und dass das auch irgendwie dann stimmen muss? Und mindestens die Hälfte. Mindestens, sagst du? Glaube ich schon. Oh, krass. Glaube ich schon. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber... Ich glaube, es sind schon weniger, aber ich glaube, der hat sich ja vor 2 Jahren, glaube ich, zurückgezogen, wenn mich nicht alles täuscht. Da hatte der ja am Ende auch noch mal gesagt, dass... weil da auch Leute auf ihn zukamen, wo er sagte, wer zu dumm ist, in Anführungsstrichen, das zu verstehen, ja, der kann sich gerne verziehen. Aber er hatte mal so einen schönen Satz gebracht, nicht nur zum Thema Religion, sondern zum Beispiel halt auch zum Thema Kultur, beziehungsweise halt Politik im Allgemeinen. Wir sind in einem Zug, der fährt eingleisig auf dem Abgrund zu. Das Einzige, was wir machen, ist, wir tauschen alle 4 Jahre einen Zugfahrer aus, ändern aber nicht die Richtung.
Ja, und deswegen sage ich mir, ich kann deine Angst verstehen, weil was hier aktuell abgeht, das kann nicht gut für die Zukunft im Allgemeinen sein. Nee. Egal von welcher Seite aus. Aber irgendwo muss ich der Folge in dem Sinne auch recht geben. Ich glaube, beinahe, ja, wenn wir immer nur austauschen und es ändert sich nicht, weil da kann man nur noch zugucken, wie wir dann irgendwann mal ins Tal fahren. Mittlerweile das Zugbeispiel schon ein bisschen hart, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also ich sag mal so, ich bin ja Freund der politischen Mitte, ja? Der liberalen Mitte. Ja, das heißt, ich mag es weder links außen noch rechts außen. Ich mag es eher sogar noch nicht mal mehr links, ja, sondern dann gehe ich schon eher ins Konservative rein, bin ich ganz ehrlich. Aber was ich immer wieder sage in solchen Diskussionen, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angesprochen habe, ich glaube, wir haben auch ein Problem mit unserer Linken, und zwar, weil die nicht funktioniert. Ja? Sag mal, in Österreich gibt es gerade, glaube ich, die Diskussion zu der großen Sozialreform. Ein wichtiges Thema, das muss angesprochen werden. So, euer Babykanzler da, der geht hallo, das Thema... Hallo. Euer Bundeskanzler, Entschuldigung. Geht das Thema an, wagt da auch und kann jetzt gewinnen oder verlieren. So ähnlich wie bei uns damals Agenda 2010. Ne? Und wir, also das ist ein ideales Thema für die Linke hier. Rente, Soziales, Arbeitslosigkeit, Integration, all diese Themen. Worüber diskutiert die deutsche Linke? Über Sternchen.innen, über sexualitätsneutrale Toiletten, ja? Über, also Entschuldigung. Ja. Also kann man nicht einfach nur sagen, ja, die Leute sind alle doof und laufen den Rechten hinterher. Also wenn ich solche Diskussionen mitkriege. Liebe Abgeordnete, liebe Abgeordneterinnen. Sternchen innen, Alter. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen. Ja, da, weißt du, da denkt sich doch der tobende Mob auf der Straße. Was soll ich denn die ehemalige SED hier wählen? Die PDS, ja, die Linken. Die Lumpen haben es doch verraten. Ist doch so. Ja. Ja, schön. So. Ja, glaubst du denn, jemand, der arbeitslos ist, der wohnungssuchend ist, der nicht weiß, wie er seine Kinder ernähren soll, der wählt eine Partei, die den ganzen Tag da trällert von, ja, Sternchen innen ist aber richtig und hier gendern und bla bla bla. Wir haben so einen großen Markt für linke Themen. Wieso muss ich den Linken helfen? Das ist das Schlimmste, was mir jemals passieren konnte. Ja, aber die konnten diese Menschen auffangen, die tun es aber nicht. Also, es ist wie unfassbar. Selbst die, also, nee. Ja, der Gregor, der fehlt. Der hat's auch nicht gemacht. Ah, es war wenigstens ein eloquenter Redner. Ja gut, den hättest du nicht mit Gender-Kram da gekriegt, klar, aber... Ich meine, man muss es ja positiv sehen. Jedenfalls, ich weiß gar nicht, in wie vielen Bundesländern, aber ich weiß auf jeden Fall, 2019 ist bei uns in Sachsen Landtagswahl. Oh Gott, ja. Das Ergebnis ist jetzt schon bekannt. Ja. Ne? Also, ja, aber was willst du denn erwarten? Guck dir mal an. Also, ich wollte gerade sagen, du kannst nichts anderes erwarten. Wenn du die Leute alle pauschalisierst, egal ob von links oder von rechts oder sonst was, und man redet nicht mal miteinander, sondern steckt nur noch gegenseitig auf sich ein, ja, dann kommt halt sowas dabei raus. Aber René, jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Was man immer sehr häufig hört, ist, wir haben damals die Wiedervereinigung gehabt und ihr habt uns damals nicht ernst genommen, sondern eher assimiliert. Was wir gemacht haben, wir hatten LPGs, wir hatten große Firmen, das habt ihr alles kaputt gemacht. Wir haben eurem, in Anführungszeichen, eurem Grundgesetz zugestimmt. Wir hatten doch auch eine Identität, das habt uns alles genommen. Und dann haben wir da mitgemacht. So, und jetzt sehen wir, wie hier XYZ passiert und nehmen uns immer noch nicht ernst. Ist das ein Gefühl, was du verstehen kannst oder was du in deinem Umfeld oder Familie auf der Straße so mitkriegst? Oder ist das irgendwie auch was, was nur in den Medien rumgeistert? Das ist so eine gute Frage, weil, wie gesagt, es ist nicht meine Zeit gewesen. Ja, ne? Ich aber nach dem Mauerfall. Aber ich sag mal so, ich kenne es ja noch von meinem Opa, meiner Oma oder von mir so von meiner Mutter. Ne? Die sind ja nur ein bisschen älter. Beziehungsweise meine Mutter war ja auch noch in der DDR. Mein Opa ja sowieso, meine Oma auch. Oma, die hält sich von Politik auch komplett fern. Opa ist halt so aktiv und er ist halt so, wie du dir halt so typisch vorstellen kannst. Ne? Das ist nun mal leider, Gott, ist auch so ein Klischee. Der hat ja mittlerweile ein Smartphone, oder schon seit längerem, ne? WhatsApp. Da musste ich jetzt mal am Freitag wieder dran, weil der Speicher vollgelaufen war. Und da habe ich mir die WhatsApp-Verläufe zwischen ihm und seinen Freunden und Kollegen alle so Ende 50 oder Mitte 50, ne? Also ist so das, wie du dir das vorstellst. Da werden Nachrichten weitergeleitet, Bilder von hier und es geht immer nur ums eine. Oma steckt schon immer die Hände über den Kopf zusammen, der nervt mich nur noch mit der Scheiße. Also der geht's halt komplett um den Sack, ne? Ist ja, was sind das denn für Sachen? Sind das so Beispiele wie schon wieder hier, was weiß ich? Das sind typische Fake News.
Ja, okay. Das sind typische Fake News. Guck mal hier, die ersaufen. Nö, der steht doch da einfach nur im Wasser. Und hier hast du das gehört, die wurde oft gefressen. Und Alter, hier und alles. Der ersäuft. Nein, der steht im Wasser. Ist, ja, so, da gab es ein Bild, wisst ihr mal, wo das da angeht, wo du gemerkt hast, es war noch Photoshop. Oder die wurde gefressen und hast du das hier gesehen und alles. So was typisch sein. Mhm. Das Problem ist, ich diskutiere mit meiner Opa darüber auch nicht, weil mir geht es ja selber auf den Sack, ich bin immer im Monat dort, wisst ihr, da will ich eine schöne Zeit haben. Und den kriegst du aber auch nicht mal umgestimmt. Der hat halt so seine Meinung, das sieht er halt so, der ist zu alt dafür. Ne? Den kriegst du da auch nicht mehr, eine gewisse mehr Neutralität halt. Ne? Lässt ihn halt machen. Ich sage, Opa, kannst du alles denken, kannst du alles machen, aber halt in der Öffentlichkeit die Schnauze. Das wäre gut. Ne? Sag schon. Und ja, Oma hält sich da komplett davon raus. Die ist jetzt 67 geworden. Mhm. Ja, eigentlich Rente, aber Rente ist nicht. Aber was du hier so mitkriegst, ich meine, jetzt wohne ich auf dem Dorf, hier ist alles ruhig, hier ist gar nichts. Ne? Mhm. Aber eine gewisse Unzufriedenheit im Allgemeinen, dass man, ich meine, jetzt aktuell, also jetzt so zum aktuellen Thema, ich weiß, wir sind schon wieder über der Zeit, ist es halt so, weil da so, jetzt kommt aktuell so mehr dieses Verstanden auf, da wird jetzt in den Medien gesagt, alle Sachsen sind rechts. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das ist jetzt eher so das Gefühl, was ich so mitkriege. Mhm. Dass die Leute jetzt denken, klar, warum werden wir jetzt alle als Nazis bezeichnet, bla bla bla. Und das ist dann ja wiederum der Grund dafür, die Leute fühlen sich dann verarscht, fühlen sich im Endeffekt missverstanden oder halt ausgegrenzt, whatever. Und dann kommt halt das dazu, wie es halt dann 2019 halt kommen wird. Und da sage ich mir immer wieder, ich halte mich ja politisch neutral auf dem Kanal, da muss ich ja immer wieder sagen, das sind wir alle selber, also alle in Anführungsstrichen selber dran schuld. Weil wir mit so einer Scheiße sowas befeuern. Also im Endeffekt machen wir eigentlich nur kostenlose Parteiwerbung für die Partei, die wir angeblich nicht haben wollen. Die wir nicht haben wollen. Weißt du? Aber so ist das halt. Und deswegen, nämlich ist das der Zuvergleich vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht stimmt er auch irgendwo. Kommt immer drauf an. Aber da haben wir ja schon mal privat drüber diskutiert. Ne? Da hat man vielsichtige Ansichten. Aber ob wir nur irgendwann mal auf dem Abgrund runterrasen, das wird sich in Zukunft zeigen. Oder unsere Kinder werden es mitkriegen. Ich weiß es nicht. Noch haben wir keine Kinder. Ja, doch, Werner hat ein Kind. Ja. Aber gut, Werner ist auch im anderen Land. Ja, aber gut, da ist es ja auch nicht besser. Das haben wir auch schon gelernt. Also im Sinne von... Naja. Es ist in ganz Europa, geht es da nach rechts rüber, ne? Das ist auch wieder richtig. Also aber ja, Schweden ist ja so das Paradebeispiel für Sozialdemokratie noch gewesen, ne? Also... Die Jungen kennen das gar nicht mehr. Es gab früher die Sozialdemokratie. Ja, gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Aber die werden auch jetzt abgelöst. Also da ist ja jetzt Wahl und es kann echt passieren, dass da auch die Rechten jetzt die Sozialdemokraten überholen, dass wir in Schweden auch eine rechte Regierung kriegen. Unfassbar. Schweden, hallo? Aber guck dir mal die Zustände in Schweden an. Aber meine Freunde, wir greifen viel zu weit über die Zeit raus. Ja. Wegen sind wir schon wieder fertig in Däumchen, da lass nicht vergessen, bei Werner und Garderol natürlich vorbeischauen. Und zum Schluss sage ich noch, lang lebe kurz. Tschüss. Tschüss.